das hier, FIFA 23 Team of the Year TOTY 22, wie es aussehen könnte. Nicht muss, aber könnte. Gucken wir uns das mal an, was hier für Karten zusammengestellt worden sind. Auch Design und so. Eieieiei. Torwart, würdet ihr sagen, Courtois verdient? Apps 63. 63 Apps hat er auf den Markt gebracht. Und 209, der hat geisteskrank gehalten, Alter. Muss man schon sagen, ey. Er hat schon geisteskrank gehalten, Courtois, die Saison. Bruder, allein schon diese Spiele da mit Dingens da. Ciao, Champions League allein schon. Bruder, der hat Paraden rausgehauen manchmal. Hat er sich schon verdient. Wäre das nicht, glaube ich, sogar sein erster Toti oder gab es schon mal Courtois-Toti? Glaube ich, gab es noch nicht, ne? Sein erster Toti in FIFA so zumindest. Gab? Wann gab es denn? Welchem FIFA gab es Courtois-Toti? Apps heißt Erscheinungen, Appearances. Das will ich jetzt mal googeln. Courtois-Toti. Lol, gab es wirklich? Bin ich blöd, Alter. Was ist das hier? 95er Courtois. Best Goalkeeper. Aber ne, das ist Tots. Tots gab es, aber nicht Toti, Freunde, meine Lieben. Alisson, so quasi Toti Nomini. Ja, könnte sein. Maignan. Nomini. Ja, ihr habt euch vertan, Leute. Joao Cancelo Toti. Bruder, einfach Foto von dem genommen, als hätte er gerade Durchfall gehabt. Das ist dieses Drücken, wenn ihr mal KFC wart. So hänge ich da auch. Cancelo Toti, boah, die Karte wäre schon krass. Also die jetzige Karte, seine Inform, die finde ich so langsam. Also die Informkarte von dem feiere ich gar nicht. Aber die Karte ist das Geile. Du kannst sie mit Walker linken, gibt einen Punkt mehr. Und zu Ronaldo nach, ne, Portugal. Sehr stark. Sehr stark, Alter. Der Typ ist auch konstant, Digga. Ich weiß noch, bei Juve und so überall am Start. Van Dijk wieder Toti. Meint ihr, Van Dijk kriegt wieder einen Toti? Ich habe Premier League jetzt nicht alle Spiele da verfolgt, ne? Aber ich kann dazu jetzt nicht viel sagen. Aber mein Gefühl sagt mir, Van Dijk, Toti, weiß ich jetzt nicht so. Also, ich weiß nicht, warum Van Dijk einen Toti bekommen soll. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht Rüdiger? So, erster Eindruck. Rüdiger? Ihr sagt auch alle, ne? Ich verstehe auch nicht, was er da zu suchen hat. Also, wie gesagt, das ist halt nur eine Prediction von irgendjemandem. Ja, Rüdiger schon eher. Ja, safe. Rüdiger würde ich auch Toti geben. Boah, Rüdiger Toti, Digga, der frisst doch alles auf, da Wahnsinn. Alaba Nomini-Karte. Spielt die WM auch eine Rolle, meint ihr, Chat? Ruben Dias Nomini. Spielt die WM da auch eine Rolle? Wenn die Stats stimmen, dann ist aus mit uns. Ja, Freunde, das ist nur eine Prognose. Alles gut, alles gut. Aber Araujo und Rüdiger, würde ich sagen. Araujo, naja, glaube ich nicht, dass der einen Toti kriegen wird, Bruder. Bissaka. Glaube ich nicht. Trent Arnold, schon wieder Toti. Das gefühlt jedes Jahr im FIFA Toti. Reece James, der hat krass gespielt auf jeden Fall. Aber auch kein Toti für dich. Also wenn er so eine Nomini-Karte so. Joshua Kimmich, Toti. Kimmich, Toti. Safe kriegt wieder De Bruyne so ein Toti oder so. Amodric, einfach Eule geworden, Bruder. Weil, also wenn ich an Amodric denke dieses Jahr, dann muss ich immer an diesen Außenrisspass denken von dem. Dieser eine Außenrisspass, der war einfach nur zu krank, Digga. Der war zu krank, dieser Außenrisspass von Toni Kroos. Toni Kroos. Ja, De Bruyne kriegt wieder. De Bruyne hat gefühlt dieses Abonnement abgeschlossen. Ich krieg jedes Jahr einen Toti, Digga. De Bruyne ist so konstant, Digga, wie der Haaland am Füttern ist gerade momentan. Wahnsinn. Nkunku, ich dachte schon, Alter. Dieses Jahr mit Außenrissschuss habe ich keinen Bock auf Doppel-8 mit De Bruyne und Modric. Ja, ja. Modric ist krass. Ja, Mbappé wird safe einkriegen. Boah, Digga, das wird wieder so eine verrückte Karte werden, ne? Mbappé, Toti, ciao. Ja, Außenrisspulsche wurden nicht ganz gepatcht, Bro. Die sind immer noch am Start. Salah, Toti. Nee. Messi wird safe keinen Toti kriegen, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Justin, danke für die 12 Monate. Benzema kriegt safe einen. Natürlich. Ist klar. Benzema Toti. Digga, was für Salah, Alter. Ich
hätte auch, wenn dann Vinicius Junior anstatt Salah, Alter. Er meint ja, Haaland kriegt einen Toti, müsste der aber safe, oder? Bruder, wenn Haaland einen Toti bekommt, wenn der durchzieht, dann ist komplett vorbei. Der ist ja so schon Traktor. Bruder, läuft der mit seiner Schulter. Wenn der Toti bekommt, Bruder, ist vorbei. Er muss eigentlich bekommen. Einfach Lippenstift hier links. Bulldozer, genau, Bulldozer. Soll ich euch jetzt mal was zeigen? Das sind so Dinger. Das sind einzigartige Stücke, die ich habe. Guck mal hier. Haalands Informkarte in FIFA 21 vor 2 Jahren. Hier. Die originale Karte von Haaland, die ihm übergeben worden ist von EA Sports persönlich. Das ist das originale Dingens. Ich durfte das mitnehmen. Geil, ne? FIFA 21. Den hatte ich im Team. Aber da war der noch nicht so krass zu spielen. Da war der noch nicht so krass zu spielen gewesen. Übel nice. Danke, danke. Ja, der wird safe einbekommen. Bulldozer, dieser Haaland. Oder Haaland ist geisteskrank. Sané, Mané, Koulibaly. Der arme Bruder, Mané verpasst einfach die WM, ne? Das ist so traurig. Ich bin so traurig, dass so viele Spieler die WM verpassen. Dann lieber in einem Jahr verletzt sein, wo keine WM ist. Aber Bruder, wenn eine WM ist, so ein Kanté, ein Kunku, Mané, Werner. Boah, das tut einem echt weh, ne? Wenn man sieht, dass die ganzen Spieler einfach alle die WM verpassen, Alter. So traurig. So traurig ist das, Leute. Ich mein's ernst. Varan auch, ne? Pogba, ja. Verrückt. Reus auch, Bruder. Reus vor allem. Reus. Dass Reus die WM verpasst. Katastrophe. Ich mein's ernst. Katastrophe. Tut mir so leid. Gefühlt bei allen Wettbewerben nicht dabei. Ich glaube, da, wo Deutschland Gruppenphase rausgefallen ist, da war er dabei. Das ist so ekelhaft, ne? Varan ist noch dabei. Ist er dabei? Dann gibt's noch. Oder Salah ist nicht dabei, weil die sich nicht qualifiziert haben. Haaland kann die WM nicht mitspielen, weil die sich nicht qualifiziert haben. Aber Kimpembe, okay. In Kunku ist am krassesten einfach von Kamavinga verletzt worden, ja. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Andere haben die Chance, sich zu beweisen. Ja, aber trotzdem, so eine WM ist halt so, muss man sagen, mit der, das ist eigentlich der krasseste Wettbewerb, so die Weltmeisterschaft. Und die geht in 2 Tagen los, Freunde. Wir haben jetzt den 18. In 2 Tagen, am Sonntag ist Eröffnung. Ich werde aber meinen Eltern safe gucken. Safe. Geisteskrank. Einfach WM. Aber werdet ihr alle WM-Spiele schauen? Ich glaube nicht. Ja, Bruder, 11 Uhr, 14, 17, 20. Bruder, wann soll ich denn Videos machen, wann soll ich streamen? Ich werde an Tagen, wo langweilige Spiele sind, da versuchen, meine Videos zu machen und sowas. Und dann ist auch noch, das ist so, ich schwör auf alles, das ist so kacke, dass WM im Winter ist, Bruder. Es ist Weihnachtsmarkt, alles, du willst raus, überall. Aber ja, schauen wir dann einfach mal.